die schlimmsten Momente, die jeder schon mal erleben musste. Erstens, es ist dunkel, man will kurz nochmal runtergehen in die Küche, ein gutes Glas Wasser trinken. Und denkt unterbewusst, dass das jetzt die letzte Stufe der Treppe war. Und plötzlich geht es nochmal runter. Ohne Witz, dieser Moment hat mir schon so oft meinen letzten Nerv gekostet. Zweitens, jetzt wird's eher innerlich schmerzhaft. Wenn man in der Ferne jemanden erblickt, den man vielleicht nicht allzu gut kennt oder auch gar nicht, aber die Person einem trotzdem winkt. Ich meine, ich habe nie gecheckt, was die Person von mir will. Aber vielleicht liegt es daran, dass ich so krass attraktiv auf andere Personen wirke. Und da seht ihr schon meinen logischen Fehler. Ich winke also zurück, während ich bemerke, dass meine Schlussfolgerung absolut lückenhaft war. Und bemerke auch, dass die Person wirklich jedem zuwinken könnte. Aber wirklich nicht mir. Sehr, sehr unangenehm. Drittens, der schlimmste Moment von allen aber ist, wenn man im Zug oder im Bus sitzt, aussteigen will, an seine Hosentasche fest, um sein Handy rauszuholen und bemerkt, dass da nichts ist. Ich kann diesen Schockmoment bis heute noch spüren.